An den Präsidenten, an die politische Führung in der Ukraine in diesen Tagen ist, es hat Fortschritte gegeben im Gespräch mit der Opposition, aber macht jetzt endlich ernst und tut, was ihr der Opposition versprochen habt. Ihnen geht es wie mir, auch ich kann im Augenblick nicht beurteilen, ob das Amnestieangebot ein Angebot ist, mit dem der Präsident nur auf Zeit spielt, im Wissen darum, dass einige Bedingungen nicht erfüllt werden können, wie zum Beispiel die komplette Räumung des Maidans und die Räumung aller öffentlichen Einrichtungen in der Hauptstadt und in der Region, oder ob es ernst gemeint ist und dass hinter den Kulissen bereits Deeskalationsbemühungen stattfinden.